Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Bildvideo. Ich bin's wieder, Alexos, hier bei Update 24 Dragonhold. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und herzlich willkommen zu diesem Ausdauer-Zauberer-Bild mit Zweihänder. Ganz wichtige Information vorweg, das hier ist ein sogenanntes Unlock-Video, deswegen dieses komische Plus davor. Das Ganze heißt, dass ihr das Ganze kombinieren solltet mit einem Video, was bereits veröffentlicht ist, und zwar der Ausdauer-Zauberer für Wraiths und Innis. Da sind einige Grundlagen drin, die ich hier in diesem Video nicht erkläre, wie zum Beispiel Rassenwahl, Attribute, Mundostein, Buffwood, Tränke und so weiter und so fort. Bitte schaut also auf jeden Fall da nochmal rein in das Video. Ich habe einige Informationen ausgelagert, um das Video hier ein bisschen kürzer zu gestalten. Also auf jeden Fall anschauen. Ja, ansonsten lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr zu CLs was online verpassen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Informationen gibt. Und in diesem Sinne, lasst uns einmal ins Spiel switchen und ich fange gleich mal vorweg mit der wichtigsten Erklärung an. Warum empfehle ich für Raids und Inis als maximale Schadensversion nicht den Biedenhänder, so wie das ganz, ganz viele Leute aktuell machen mit diesem Patch? Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund und ich wurde darauf auch erst durch einen Gildenkollegen hingewiesen, denn das war mir davor gar nicht so bewusst. Ganz, ganz viele DDs haben in ihren Tests auf den Testserver, ja, das heißt also einige auch bekannte Persönlichkeiten, vor allem den Biedenhänder gezeigt, weil er an der Raid-Übungspuppe die stärkste Version ist, die stärkste Möglichkeit, die ihr dann solo an der Raid-Puppe spielen könnt. Denn ein Buff bekommt ihr an der Raid-Puppe nicht, und zwar den Buff vom Drachenritter. Es gibt jetzt nur die neue Steinfaust und die Steinfaust erhöht bis zu 3-mal jeden Schaden, egal welchen, um 45. Ja, das heißt also 3x45, 135 Damage, die wir also auf jeden Wert dazu bekommen. Ja, das heißt, sobald ein Ausdauerdrachenritter mit in unserer Raid-Gruppe dabei ist, dann ist das Ganze folgendermaßen. Ihr kennt ja die schnellen Stöße. Das sind ja Einzelstöße. Ja? Und zwar, ich glaube, insgesamt 6 Stück an der Zahl oder 5 Stück an der Zahl. Und müssten 5 Stück sein. 5 oder 6 Stück auf jeden Fall. Und das Ganze ist so, es sind 5 Einzelstöße, also 5x Einzelschaden. 5x Einzelschaden, der diese 135 Damage oben drauf berechnet bekommt. Ja, ein bisschen stärker ist halt eben solo der vernichtende Schlag. Allerdings, wenn dieser Einzelschaden hier auf den vernichtenden Schlag draufgerechnet wird, ist das ja nur ein einziges Mal. Denn der vernichtende Schlag hat eine Zauberzeit, ne, nämlich 0,8 Sekunden. Ist also auch ein bisschen schwieriger, ein bisschen anders zu spielen, als jetzt die eine Sekunde der schnelle Stöße. Aber er macht halt eben nur einmal Schaden, während die schnellen Stöße 5-mal Schaden machen. Ja, 5-mal plus 135, also ne, 5-mal 135 oder einmal 135 oben drauf gerechnet. Ich hoffe, ihr versteht, wo ich hin möchte. Das heißt also, an der Übungspuppe solo, wo ihr den Bonus der Steinfaust vom Drachenritter nicht habt, da ist der Biedenhänder stärker, aber, also der Zweihänder, aber sobald ihr euch im Raid befindet und ein Drachenritter dabei ist, sind die schnellen Stöße mit den Zwei-Einhandwaffen stärker. Dementsprechend, meine Max-DPS-Version definitiv nicht mit Zweihänder, aber hier jetzt eine Alternativmöglichkeit. Wer trotzdem Bock auf den Zweihänder hat, kann ich nämlich verstehen. Spielt sich nämlich echt ziemlich cool und locker flockig von der Hand. Dementsprechend gucken wir uns das hier heute an. Was ist also anders im Vergleich zu meinem Einhandbild? Wir spielen natürlich mit Biedenhänder bzw. Zweihänder-Skills. Ich verwechsel öfters das Wort Biedenhänder mit Zweihändern. Verwechselt das nicht. Wir spielen eigentlich eine Streitachse, aber ich verwechsel einfach oft die Namen der Skilllines. So, wir haben hier also den vernichtenden Schlag und unsere Spammable schlechthin. Die muss man erstmal lernen zu canceln, das ist nicht so einfach. Ihr wollt ja auch Light Attack Weaving machen, das heißt also, ihr wollt eure Light Attacks einweben in die jeweiligen Skills dazwischen, und das ist gar nicht so einfach, weil sich der Schlag halt schon ein ganzes Stück anders spielt. Ja, das heißt also, das müsst ihr auf jeden Fall üben. Oder solltet ihr auf jeden Fall üben, das spielt sich ein ganzes Stück anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Dann spielen wir ungefähr ab 33% den Henker. Achtung, bei Einhandwaffen spielt ihr ja, das erkläre ich auch nochmal in der Rotation, dann im Rotation-Video, spielt ihr ja den Stahltornado oder wie er heißt, oder den Wirbel, Klingenwirbel, wie auch immer er gerade heißt. Ich weiß gerade nicht, wie der Execute-Skill von den Einhandwaffen heißt. Den spielen wir da ab 25%. Ja, hier, die wirbelnden Klingen. Und den hier spielen wir schon ab 33%, weil er insgesamt ein bisschen stärker ist. Also im Hinterkopf behalten. Dann haben wir weiterhin die gleichen Skills wie sonst. Und auch hinten verändert sich an dieser Stelle nichts, denn wir haben ja nur lediglich die Frontbar mit dem Bietenhänder bzw. mit dem Zweihänder verändert. So, gucken wir als nächstes die
Sets an und was sich da diesbezüglich verändert hat. Es ist nicht so viel. Wir spielen weiterhin Krax, Grundwulf und Schleimkropf. Wie gesagt, soll ein bisschen stärker sein. Das ist also zweimal Crit-Bonis von den zwei Crit-Sets. Ich habe jetzt leider kein mittleres Grundwulf, deswegen konnte ich selber nicht testen. Ein Gildenkollege hat mir das aber mitgeteilt. Das macht so ungefähr 0,5 KDPS mehr. Ja, das heißt also, man kann es schon messen, aber es ist fast nicht der Rede wert. Dementsprechend also wäre auch eine Option, wenn ihr nicht mit Krax spielen wollt. Des Weiteren spielen wir natürlich weiter mit den perfekten Reliquien oder mit den nicht perfekten Reliquien. Nimmt sich nicht sonderlich viel. Und wir spielen mit Locestes. Auch hier würde ich wieder zweimal erfüllt empfehlen. Alle anderen Sachen sind identisch geblieben, bis auf eine Sache. Und zwar natürlich jetzt hier die Streitaxt. Wir spielen eine geschärfte Streitaxt. Wir können also ein bisschen weniger Punkte insgesamt in die Durchdringung stecken. Das heißt also, wir kommen auf jeden Fall immer auf so Durchdringungscap. Wenn wir mit dem Champion-Punkt-Setup spielen, was ich euch gleich zeige, sind wir sogar ab und zu mal ein bisschen Overcap. Ja, das heißt also, es sieht übrigens unglaublich strange aus, wie gerade in meinem Unterleib dieses Pad steht. Gut. Haben wir das auch festgestellt? Verstörend. Gut, also, ihr werdet immer ein bisschen overpennen, wenn ihr mit den Setup-Spiel, was ich jetzt spiele. Ihr könntet einfach, das werde ich euch gleich zeigen, noch ein bisschen was bei den Champion-Punkten dann ändern. Dazu dann gleich mehr. Ja, alles andere bei den Sets bleibt völlig identisch. Wir spielen das gleiche Gift, wir spielen wieder den Marschstimmbogen, nicht den Meisterbogen, da wir nicht mit der Gift-Injektion spielen. Das heißt also, alles andere ist komplett gleich. Was ändert sich bei den Champion-Punkten? Eigentlich nur minimal. Wir nehmen einige Punkte aus Durchdringung raus, einige Punkte aus Kräftig raus und verteilen sie dann in den Waffenmeister. Wenn ihr eine Gruppe habt, die konstant gut solche Sachen wie Alkosch oder aber auch zum Beispiel Macht des Lichts aufrechterhalten kann, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier einige Punkte rauszugehen, hier auf 64 zu gehen und hier auf 44 zu gehen. Ja, das heißt also, wenn ihr das so verteilt, dann werdet ihr auf jeden Fall ungefähr bei den 18.200 landen. Ihr braucht tatsächlich nicht so viel Durchdringung. Wenn ihr da 19 bis ca. 31 Punkte drin habt, dann reicht's. Aber ich bin hier mit dem Setup ein bisschen im Overpen, weil bei den Gruppen, wo ich spiele, zum Beispiel Macht des Lichts aktuell nicht vorhanden ist. Ja, dementsprechend also an der Stelle hier relativ einfach erklärt, warum ich da ein bisschen mehr Punkte in Durchdringung habe. Gut, so viel also zu der ganzen Geschichte mit dem Bietenhändler. Wenn ihr euch jetzt generell für weitere Informationen interessiert, gerne einmal in die Videobeschreibung schauen. Was spielt ihr denn auf euren mit zwei Händen gespielten Zauberer? Spielt ihr da irgendwas anderes? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, auch eure Ergebnisse dazu mitgeteilt zu bekommen, die ihr vielleicht mit diesem Bild hier erzählt habt. Also gerne auf jeden Fall ab damit in die Kommentare. Wenn ihr schon in der Kommentarsektion unterwegs seid, auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gerne, wie gesagt, auch ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr in Zukunft zu sehen. Zu verpassen und ich bedanke mich nochmal an meine Kanalmitglieder, die mich hier finanziell mit sowas ähnliches wie einem Zeitschriftenabo unterstützen. Dickes Dankeschön an euch und in diesem Sinne euer Alexos, bis zum nächsten Mal. Tschüss.